Okay. Also gehen wir jetzt ins Philosophiezimmer. Philosophie? Ja, wo. Wo ist denn das Philosophiezimmer? Ist das hier? Nee. Nee. Weil sag mir nicht, das ist oben. Ey. Ist er jetzt nicht in der dritten Etage, oder doch? Oh nee, wir sind in der dritten. Nee, wir sind nicht in der dritten, wir sind in der zweiten. So, ist das jetzt hier hinten oder da hinten? Computer Classroom. Computer Classroom? Müll. Cyber Security Lab. Nope. Ey, jetzt ist es ganz unten, oder was? Oh, jetzt wirklich. Hätten die das nie sagen können, irgendwie in Erdgeschoss? First Floor oder so? Oder haben sie es gesagt? Ich habe es nicht gelesen. Natürlich geht es nicht hier runter, sondern es geht hier runter. So, jetzt gucke ich, wo ist diese scheiß Philosophieklasse? Muss ich dafür raus? Okay, also hier ist auch, also ich. So, hier ist unser Ding. Immer noch unser Ding. Ich muss anscheinend raus. Okay, Philosophieklasse, I don't know. Gut, gehen wir raus. Mal gucken. Also, wenn mir das Spiel das zulässt, dann muss ich auf jeden Fall raus. Okay, das Spiel lässt mir das nicht zu. Dann bin ich noch verwirrter als vorhin. Dann gucke ich mir jetzt hier diesen wunderschönen Schrein hier an. Datenstruktur, Informationsspeicherraum, Klassenmathematik. Computerklassenzimmer, Klassendatenstruktur, Digital, Cybersicherheitslabor. Informationsingenieur, Klassenraum des Systems, Informationsklassen. Fachbereichsleiterbüro, Studentenwerkstatt, Lehrkräfte, Forschungsbüro. Was? Geh zum Philosophieklassenzimmer im interfakultären Lehrgebäude. Interfakultären. Ja, aber ich komme doch gar nicht hier raus. Irgendwo muss sie doch hingerannt sein. Also. Ich bin stark verwirrt. Achso, pass auf, ich muss. Da hinten steht sie. Weil wir in das andere Gebäude müssen. Okay, ich verstehe. Now I get it. So. Was? Ich soll jetzt das Rätsel der Philosophie lösen? Oh Gott, ich kann das doch nicht alleine. Und ich hab's dir nicht dabei. Es ist halt eine Liste empfohlener Bücher über chinesische und westliche Philosophie. Philosophien des dunklen Zeitalters. Rechtsphilosophie und eine Untersuchung des Naturrechts. Parthibara?
Ursprung des Lebens, faszinierende schwebende Welt, Weisheit aus den Studien des Geistes von Wang Wang Yong Yong. Oh Gott. Als ob ich jetzt alles durchlese. Gar keinen Fall. Ein Buch, das Konzept der Purva Kala Bhava von Katvora Bhava in der Philosophie über Leben und Tod erklärt. Das Leben verlässt die Mutter, nachdem es das Leben empfangen hat, und der physische Körper nähert sich dem Status von Marana Bhava, nachdem er den Prozess von Säugling, Kind, Jugendlicher, Senior und schließlich zum Tod durchgemacht hat. Verleiht zur Förderung der Studiengruppe für Philosophie von Tiring Ming. Er wollte mehr Menschen zur Teilnahme an Diskussionen bewegen und einen Trend zu philosophischem Denken schaffen. So, haben wir hier. Ein Post-it-Zettel mit der Aufschrift Sterblichkeit und Regalnummern. Purva Kahava Upadarari Antarabaravi. Okay, wir hatten gerade das gelesen. Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Lass mich raten, ich muss dazu hier wissen, wo was ist. Ursprung des Lebens, Bibliotheksnummer 7473, E-Mittelstufe. Okay, warte, das muss ich mir jetzt aufschreiben. Weil das scheint jetzt was zu sein, was ich mir aufschreiben muss. Also. Upapatai Baha. Oh Gott, nee, so rum. Bahara. Die 7473. So, dann haben wir dieses Purva Kala Bhava mit 6, 8, 9, 7. Das war doch noch ein drittes Ding, oder? Warte mal, ich würde es nochmal checken. Antara Bahava Upati Bahava haben wir und Purva Bahava und Antara Bahava brauchen wir noch. Okay, Antara Bahava. Antabahava ist die 3658. 3658. Das ist jetzt euer bescheidener Ernst. Ach, ich muss die Dinger finden. Ja. Sechs, acht, neun, sieben, das ist richtig. Aber woher weiß ich, was hier was ist? Ah, EFD. Okay, scheiße. Jetzt muss ich mir das auch noch mal kurz angucken. Pura Vahava. Pura Kalavarava. 6, 8, 9, 7. Ist E, Oberstufe. Okay. Also ist das hier. Da muss erstmal einer hinkommen, ey. So, irgendwo gibt es hier noch weitere Bücher. Da. Du bist 7473. 7473. Ja, alles gut. Lesen wir jetzt nicht durch. Und du bist das andere wahrscheinlich. So, jetzt nochmal. Also, 7473 ist Uptala Bahava. Ist D Mittelstufe. Okay. Und das andere ist Antara-Dingensbummens gewesen. Ist
D-Unterstufe, also Unterstufe, Mittelstufe, Stufe, okay. So, D-Unterstufe ist der hier. Was habe ich gesagt? Antara, schieß mich tot. Habe ich nicht. Am Ende ist es die Baumschule. So sieht's aus. Aber ich habe das andere. Ich habe das, Vaterbar ist Mittelstufe, ist der hier. Jetzt liegen hier auch noch Bücher rum, die ich nicht brauche. Das finde ich aber jetzt nicht fair. Das brauche ich. Ja, das kommt jetzt nämlich hier hin. Blaue. Achso, dann kann ich ja das letzte hier reinpacken, ne? Benni, wann spielen wir mal Atlas? Ist eine gute Frage. Du hast aber Marana aufgenommen, nicht Antara. Ja, nee, ist richtig. Ist eine gute Frage. Black War? Kann ich dir noch gar nicht so genau sagen. So. Aber... Wie mache ich das denn jetzt abhängig von der Kombination? Also außer, dass ich jetzt gesetzt habe A, D, D, E. Soll das die Kombination sein? A, D, D, E? Anscheinend nicht. D. Dead. Ja. Okay, macht natürlich Sinn. Oxykins Schwert ohne Griff. Auf der Klinge stehen die Worte: Großer Wagen vertreibt das Böse. Großer Wagen vertreibt das Böse. Das Schwert scheint seine volle Kraft zu entfalten, wenn es mit dem Griff kombiniert wird. Geil! Den Griff kriegen wir ja ganz woanders. Okay. Lass uns gehen. Geh in den Keller des Studentenwohnheims. Ich will nicht in den Keller. Es macht doch keinen Sinn. I don't want this. Okay, dann müssen wir aber erstmal wieder zurück. Um rauszukommen. Um dann ins Studentenwohnheim zu gehen. Um dann da in den Keller zu gehen. Ich freue mich. Oder? Ja, doch, ist richtig. So, das heißt, wir gehen. Aber was bringt uns das Ganze ohne Griff? Okay. Cool. Also eigentlich nicht, aber wie komme ich jetzt hier raus? Warte mal, kann ich nicht... Was ist denn hier? Achso. Kann ich hier noch irgendwas? Nee. Gehe in den Keller des Studentenwohnheims. Dazu müssen wir doch raus.
Ich bin doch jetzt nicht dämlich. Also doch, ich bin dämlich, aber... Kann man vom anderen Gebäude raus? Ja, wir können... Lass mich doch durch hier, du... Wir probieren's. Ich habe jetzt bei dem anderen Gebäude nämlich nur einen Treppenaufgang gesehen, gar keinen Treppen, dass du runter kannst. Aber hey. Ey, lass mich. Lass mich überraschen. Was ist das denn hier? Papier, Lunchbox. Eine verschmutzte Lunchbox. Der klassische Geruch von geschmorten Schweinerippchen und würzigen getrocknetem Rettich, der mehr als 2 Wochen lang aufbewahrt wurde. Drang aus den Nähten der Box. Gut. Egal. Wir gehen. Ja, wir gehen hier wieder rein. Der Ausgang nicht in, im anderen Gebäude. Wir probieren es aus, wir probieren es aus, Jojo. Wir probieren es aus, ne? Wie der Junge auch schon meinte. Weil hier vorne sind halt Haare. Also, nicht, dass ich was gegen Haare hätte. Achso, hier ist ja auch noch. Ist ja okay, vielleicht bin ich ein bisschen zu weit gelaufen. Ihr hattet natürlich wieder allesamt recht. Der blöde Benny ist einfach wieder nur ein bisschen zu weit gelaufen. Volksbrauch. Xixing-Schwert. Ein magisches Schwert mit der Kraft des großen Bangs auf Chinesisch Xixing. Auf dessen Klinge das Symbol von Xixing, also ich krieg das bald nicht mehr ausgesprochen, abgebildet ist. Mit diesem Schwert kann man das Böse und die Dämonen bekämpfen, aber da es zu mächtig ist, kann es zu Katastrophen kommen, wenn es von einem Sterblichen benutzt wird. Warum sollten wir das denn nutzen, wenn wir das nicht sollten? Was? Er muss jetzt pinkeln gehen? Wir gehen hier nicht pinkeln. Wir gehen jetzt hier in ein Wohnheim und gehen in den Keller. Und dann gucken wir, dass wir den... Chula. Ich geh mal kurz schauen. Du hast das Klo gemacht, schnell. Ah, ha. Jetzt gehen wir natürlich, selbstverständlich, in die Toilette im 4. Stock. Klo. Wer? Das ist mir jetzt egal, wir gehen jetzt in die Toilette zum 4. Stock. Und kommen hier nicht rein. Aber hier. Ja, halt's doch aus, Junge. Ist doch alles nicht so wild. Nee, warte, das ist die Dusche. Wir müssen genau auch in die letzte Dings müssen wir gehen, ne? In die letzte Kabine. Er geht erstmal pinkeln. Was kann da schon schief gehen? Ja, klar. Oh, 嘿嘿，刚好趁现在来看一下今天更新了什么。Hey, jetzt ernsthaft, du guckst jetzt. 哇，佛星公司哎，赞哦。Hey, das ist wirklich unglaublich, der Typ. Alter, was hast du denn für einen Stuhlgang, Junge? Ach, weilo. Zin sui. Dass er nur pinkeln wollte? Ja, das ist aber auch kein Wunder, wenn du da so einen Roshi da einlegst, Junge. Greift doch nicht da rein, machet nicht für einen Talisman. Ich glaube, jetzt hast du ein Problem. Aber man muss ja auch natürlich pinkeln gehen in der 4. Etage unbedingt.
Stelle, dass du einfach mal woanders pünktlich gehst, Junge. Finde ein Versteck. Das wird immer besser. Ich bin versteckt. Ich bin eine Waschmaschine. Mich findet man nicht. Kommt jetzt da wer? Aber kann ich hier einfach durchlaufen? Geht das? Natürlich nicht. Wie jetzt? Also... Ist das Versteck genug? Hinterm Regenschirm? Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir jetzt... Also... Es gibt ja hier keinen, der uns verfolgt gerade. Also so richtig, oder sehe ich das falsch? Muss ich hier runter? Nee. Rasiermesser. Okay, er nimmt's nicht mit. Schade, ich hätte gedacht, er nimmt's mit. Kann ich mich jetzt hier verstecken? Haben wir das Spiel kaputt gemacht? In ein Versteck. Jo, du hattest vorhin was geschrieben, dass ich mich in Schränken eventuell verstecken kann. Huch. Hände waschen nicht vergessen. Ja, du, warte, ich versuch's. Kann's aber leider nicht. Ich wollte meine Hände auch desinfizieren. Aber auch das funktioniert leider nicht. Kann ich mich hier verstecken? Nee, auch nicht. Ich muss mich in der Waschmaschine verstecken, jetzt ernsthaft? Achso, nee, wir nehmen nicht die Waschmaschine, wir nehmen die andere Waschmaschine. Da hängt wer. Musste das jetzt sein? So ist der jetzt weg vom Fenster. Der arme Junge. Mitglieder von Camp Bridge Course Lin Yingqing. Ein Erstsemester in der Kunstschule für das Kunstdesign-Camp, verantwortliches Geburtstag, 5. November, wohnt in Tijue. Das ist, da sie sich für alles Interessante und Neue begeistert, nimmt sie nach ihrer Einschulung aktiv an allen möglichen Clubs und Veranstaltungen der Universität teil. Sie hat sich aus eigenem Antrieb für das Camping angemeldet. Als überzeugte Atheistin, die nicht an die Existenz von Geistern glaubt, zollt sie keinerlei Respekt vor Gottheiten, geschweige denn von Traditionen oder Tabus. Lin Yingqing
freut sich sehr darauf, während ihres Dienstes beim Brückenfluch-Camping einige erfrischende Erfahrungen zu sammeln. Das ist aber toll. Und sie überprüft jetzt das Kerlgeschoss. Klar. Er ist oben pinkeln, sie geht unten in den Keller einfach mal ein bisschen hier so... Was ist das? Okay. Das heißt, ich muss jetzt den Schlüssel finden. Geh zum zweiten Stock, um nachzusehen. Na, wunderbar. Die eine ist pinkeln im vierten Stock. Sie geht jetzt in den zweiten Stock, um nachzusehen, wie das mit der Notiz war. Was war die Notiz? Genau. Ein Projekthandbuch. Projekthandbuch mit einer detaillierten Übersicht. Er bewahrt den traditionellen Versuch des Treppenzählens. Wir wussten nicht, wo dieses Projekthandbuch aufbewahrt wurde. Nachdem das Camping abgebrochen wurde, löste sich das gesamte Handbuch in Luft aus. Okay. Insgesamt 6 Personen. Schaffe es an den sonderpädagogischen Schulen der Taipei-Universität zu kommen. Wie sieht es bei dir aus? Wirst du dich auf den Test der allgemeinen schulischen Fähigkeiten konzentrieren oder wartest du auf deinen Fachtest später? Alternativ, wenn du jetzt aufgibst, beginnen die Sommerferien früher. Nur ein Scherz. Nur meine Noten sind mittelmäßig. Es könnte sein, dass ich nicht schaffen kann, mit dir an der Taipei-Universität zu gehen. Es tut mir leid. Ich weiß, dass wir uns gegenseitig versprochen haben, hart zu lernen, um an der gleichen Universität aufgenommen zu werden. Aber ich kann einfach nicht gut in Wissenschaft. Wenn ich den GSAT-Test nicht bestehe, versuche ich es mit der Fachtest, mit dem Fachtest. Und wenn das immer noch nicht klappt, werde ich mich nicht wohl stattdessen an die Chung-Hu-Universität bewerben. Ich habe gehört, dass deren Ableitung für Massenkommunikation sehr gut sein soll. Gib dein Bestes, gib nicht auf. Wenn die Dinge bei dir nicht so laufen wie geplant, kann ich mich genauso gut mit dir für Taipei-Universität bewerben. Das ist ein Ort auf dem Land mit guter Aussicht und frischer Luft. Ich habe die Einführung in die Fachbereiche gelesen und ich glaube, dass mich die Geschichte irgendwie interessiert. PS, wenn du Nachhilfe brauchst, kannst du es mir ruhig sagen. Wir wohnen ja schließlich gleich nebenan. Okay. Da geht's ja nochmal weiter. Ein Austauschtagebuch, das mehrere Jahre lang geführt wird. Aus irgendeinem Grund ist die Nachrichtenaustausch im Laufe des Jahres nicht mehr aktiv. Xinqing Chao, du hinterhältiges kleines Mädchen, warum hast du mir nicht gesagt, dass du dich als führendes Mitglied für die Veranstaltung Brückenfluch angemeldet hast? Du hast mich vorhin zu Tode erschreckt, das war mir so peinlich, aber ich bin immer noch froh, dass du dich entschieden hast, mitzukommen. Wenn du dich vor Geistern fürchtest, versteck dich hinter mir. Du hast mich mein ganzes Leben lang beschützt und jetzt bin ich dran, mich zu revanchieren. PS, aber ich könnte dich mal erschrecken. Lol. Yu Qingxi, wenn du es wagst, mich zu erschrecken, höre ich auf. Und niemand wird dich jemals wieder morgens anrufen oder dir Frühstück machen. Alright, I'm sorry. Ich habe die Taipei-Universität aufgegeben, damit wir zusammen sein können. Bitte verlass mich nicht wegen eines Geistes. Wir sind seit über einem Jahrzehnt Freunde. Du hast mein Herz gebrochen und mit deiner Drohung. Gut, dann eben nicht. Ich nehme morgen früh zum Frühstück Bratkartoffeln, Omelette und eine Tasse kalten Milchtee. Danke, Xin Qiao. Ihr Lieben, ich muss schlafen, bin fix und fertig. Nacht. Bis morgen. Jojo, bis morgen. Huch, falsche Dings. Falsche Tasse, immer noch. Zurück zum Spiel. Dankeschön. So. Gauschmar! Okay. Hier ist was drinne, was raus will, wo wir den Code brauchen. Das ist gar nicht so gut. Durchsage am Zimmer 216. Wichtige Durchsage. Da Wasser in der Wände des Zimmers eingedrungen ist und zu starken Rissen geführt hat, ist das Zimmer derzeit nicht verfügbar. Der Raum wird aus Sicherheitsgründen verschlossen.
Schüler, bitte betrete diesen Raum nicht, wenn du diesen Raum für einen genehmigten Zweck betreten musst. Wende dich bitte an das Büro des Hausmeisters. Okay. 钥匙跟被封起来的房间，真的假的？还真的都有。 Ich dachte, da war keiner drin. Sie ist aber auch gleich aggressiv. Okay, vielleicht. 真的假的？还真的闹鬼！哎，我警告你这只臭鬼！别以为你这样做，我就会怕你哦。当自己是哪根葱，是鬼就可以伤害无辜啊！我们欠你什么了？有本事不会去找害死你的人报仇啊！ 哼，会怕就好。我看哦，你一定是做了什么见不得人的事。这里面藏着什么惊人的秘密？好啊，来玩！我就不相信打不开这个门。Okay. Und wie willst du es machen? Es fehlen erforderliche Schlüsselgegenstände. Schade. Also okay, wir wollen diesen Raum betreten. Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Oder will sie die Tür einfach nur eintreten? Nee, wahrscheinlich nicht. So, jetzt müssen wir zum Hausmeister. Wo könnte denn jetzt der Hausmeister stecken? So, hat der Hausmeister seine Wohnung nicht normalerweise unten? Also hier? Bei Luftwäscherei. Wahrscheinlich nicht. Also er wird jetzt nicht hier drin sein. Nee. Ich gehe auch nicht von aus, dass der unten im Keller... Warte, ist er hier? Nee, hier ist er auch nicht drin, ne? Nope. Hausmeisterbüro. Aha. Ihr könnt da sein. Oh, eine Schablone. A, B, C, D. Nachrichten können über das Passwortboard wieder verschlüsselt werden, sodass andere Personen sie nicht lesen können. Die Tafel kann auch als Werkzeug zum Lösen von Rätseln verwendet werden. Versuche einige kurz zu knacken. Vielleicht kannst du sie unerwartet Informationen erhalten. Ja, dann nehmen wir sie doch mal mit, würde ich sagen. Weil dann gehen wir nämlich damit nach oben, um... Wie nennt sich das? Periodensystem? Das mal da so ranzuhalten, damit wir quasi A, B, C und D, weil wir brauchen ja... Aha. Also wir nehmen mal mit, dass das eine 73 sein könnte, was aber keinen Sinn macht, weil 73 ist eine doppelte Zahl. Und 41. C ist 41. Bei mir geht ja nicht. Oder kann ich noch irgendwie... Also würde ich sagen 73, 41 oder 71 Dingens bei uns. Richtig. Was ist denn das für ein Zahlenschloss? Okay. Nein, 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 nein. Ich wollte nicht da. Nein, nein, nein. Warte, 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 warte. Okay. So, A könnte 30 sein. Also 30. B. Ist 99. C ist 41. Und dann wird es 73 sein. Lecco mio. Aber wer, also, ich habe noch nie so ein Schloss gesehen, ganz ehrlich. So, das heißt 30. 99.
41. 73.